Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Ingrid und heute habe ich eine ganz besondere Karte für euch, nämlich eine Popping Flap Karte. Die macht so viel Spaß. Aufgepasst, Flap! Ah, der Mechanismus ist genial. Ich finde, die macht so viel Freude und wird bestimmt jeden Beschenkten beeindrucken. Das Beste ist, ich habe das Format umgerechnet und umgebaut auf einen uns üblichen C6 Briefumschlag. So, aufgepasst. Tada! Die hier habe ich vorher schon gemacht und die hier machen wir jetzt gemeinsam. Wenn ihr die Karte aus den gleichen Produkten basteln möchtet wie ich, benötigt ihr außer den normalen Werkzeug wie Papierschneider, Schere, Kleber und so weiter, das Produktpaket Bärenstark aus dem Mini-Katalog Januar-Juni 2021. Ihr braucht ein passendes Designpapier aus dem Designerpapierset Sommerbären. Ihr benötigt einen Kreisstanzer für das Daumenloch. Größe kann variabel sein. Ihr benötigt dieses Stempelset Fruchtige Grüße aus der Celebration Januar, Februar 2021. Daraus werde ich diesen Spruch hier zum Genießen verwenden. Ich habe mir für das Ganze einen Farbkarton ausgesucht in Flamingorot. Ihr braucht noch etwas Flüsterweiß und diese Stempelkissen in Glutrot und Gartengrün. Und noch eine Stanze für den Spruch innen drin. Das hier ist die Stanze Zeitloses Etikett aus dem Jahreshauptkatalog. Gut, ich räume mal schnell weg und dann legen wir auch schon los. Wir fangen mit unserer Grundkarte an und dazu nehmen wir unseren Farbkarton in A4, legen ihn an der kurzen Seite an und schneiden einen 12,5 cm Streifen ab. Diesen 12,5 cm Streifen kürzen wir auf 27 cm. Und falzen bei 12,5. So, nun drehen wir diesen 12,5 Bereich nach oben, legen bei einem Zentimeter an. Wir falzen den 12,5 cm Bereich und den unteren, da kommen wir mit der Schneideklinge und gehen bis knapp vor diese Falzlinie. Den Rest können wir dann später nämlich mit der Schere noch abschneiden. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Dazu legen wir es an der unteren Seite von unserem Papierschneider an, tun die Schneideklinge aus dem Weg, falzen. In diesem Falle jetzt den unteren Bereich und dann kommen wir mit der Schneideklinge von oben bis knapp vor unsere Falzlinie. So, dann benötigen wir unsere Schere und schneiden hier noch gar bis an die Querfalz. So. Und dann schrägen wir uns unsere Klebelaschen ab. Allerdings nur auf diese Seite. Die obere Seite, die bleibt so, die wird nämlich überklebt. Dann können wir auch schon unsere Falzlinie nachziehen. Und schon haben wir den ersten Teil unserer Karte fertig. Jetzt nehmen wir den restlichen Streifen, der 8,5 cm breit ist, und den kürzen wir auf 26 cm. Dieses Stückchen hier benötigen wir noch, das wird unser Mechanismus. Und diesen Streifen falzen wir nochmal bei 12 cm.
So. Somit ist unsere Grundkarte fertig. Halt, so, bin jetzt kurz erschrocken. Dann widmen wir uns unserem Mechanismus. Das heißt, wir verwenden diesen einen Streifen, der hier übrig geblieben ist, und kürzen den auf 7,5. Dann machen wir weiter, und zwar falzen wir bei 1 cm und dann in 0,5 cm Schritte. 1,5, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es gerade ist. Was das für uns tut, ist, wir helfen dem Mechanismus später ruhiger zu laufen. Also der hat einfach mehr Flexibilität und wird geschmeidiger. So, ich bin bei den 3,5 angelangt. Mehr ist nicht drin. Dann drehen wir das Ganze um und machen von der anderen Seite das Gleiche. Wir falzen bei 1 cm, bei 1,5 und so weiter. Und als nächstes brauchen wir einen sehr guten Kleber, denn dieser Mechanismus wird so einiges an Zug aushalten müssen. So, 3,5. Jawohl. Wir falzen das Ganze noch nach. Ja, und somit seht ihr, ist das Ganze ein bisschen flexibler. Wir haben so 0,5 cm Abstände und dadurch haben wir das Ganze ein bisschen flexibler. So, dann wird es Zeit, unseren Mechanismus anzubringen. Dazu brauchen wir unsere Karte, also das Innenteil. Die kürzere Seite ist oben und wir kleben diesen Streifen mit der Schnittkante bündig an den Bruch an und in der Höhe vermitteln wir das Ganze. So, also ich trage mir hier Kleber auf. Und dann kommt das Ganze so hier mittig dran. Ich schiebe das Ganze noch ein bisschen runter, damit auch wirklich die Schnittkante bündig mit diesem Bruch hier ist. Gucke kurz, dass der Kleber nicht meinen ersten 0,5er Bereich auch mit festklebt, weil den brauchen wir. So. Jawohl. Und dann können wir den Mechanismus auch schon einkleben. Das heißt, wir legen hier die untere Seite bündig an, wieder vermitteln, oben unten vermitteln, und um das zu fixieren, könnt ihr euch, ich bin zitterig, so eine Klammer hier festmachen. Könnt ihr, müsst ihr nicht. So, dann gucken wir auch, dass es in der Verlängerung mittig ist, legen diesen Streifen so um und tragen auf diesen 1 cm Bereich Kleber auf. Ich bin jetzt hier ein bisschen vorsichtig, damit er nicht rausquillt. Okay, damit das Ganze leichter geht, können wir unsere Klebelaschen kurz mal auseinander machen und klappen das Ganze zu. So, wenn wir das jetzt aufmachen, können wir das Ganze noch ein bisschen mit dem Falzbein nachziehen. Auch hier wieder aufpassen, dass es nicht den nächsten Bereich mit festklebt. Könnte ja passieren, wenn der Kleber raussüfft. Und dafür habe ich ein besonderes Talent. Okay. So, jetzt wird es spannend. Wir können nämlich das Ganze schon mal testen. Wir haben zwar hier noch nicht das Daumenloch, aber einmal tief durchatmen. Jawohl. Es braucht noch ein bisschen Training, aber es geht. Wunderbar. Huhu, da könnte ich ja ewig spielen. Okay, das heißt, wir können jetzt auch schon unsere Karte zukleben.
Damit wir das da ein bisschen mehr Platz haben, klappen wir das alles so gut es geht raus, damit es nicht in unserem Weg steht. Tragen hier Kleber auf diesen Klebelaschen. Und klappen das zu. So. Es braucht jetzt ein bisschen, bis es anzieht. Aber damit wäre die Karte samt Mechanismus schon fertig. Ihr müsst am Anfang ein bisschen aufpassen, wenn ihr sie wieder reinsteckt, weil diese Klebelaschen hier innen drin, das sind noch nicht abgedeckt. Und da könnte sich eure Ziehmechanismus ein bisschen dran festsetzen. Aber das machen wir auch gleich. Wir schneiden jetzt nämlich unser Designerpapier zurecht. So, wir schneiden uns einen 10 cm Streifen ab. Und solltet ihr bei eurem Papier eine Richtung haben, dann achtet ihr darauf, dass die auch richtig rum ist, ne? Also wir kleben das später dann so auf die Karte auf. So. Dann schneide ich hier mal einen 10 cm Streifen ab. Wir erinnern uns, dass wir bei 12,5 gefalzt haben, also 12 cm. 10 mal 12. Das wäre dann jetzt die Mattung für den Bereich hier. Dann benötigen wir noch einen 3 cm Streifen für den Bereich hier unten. Den werde ich dann umdrehen und die Rückseite verwenden, nämlich die hier, die kommt dann da dahinter. Und dann benötigen wir noch ein Designpapier für diesen Bereich hier. Der ist 12 cm, das heißt, wir machen 11,5. Na, 11,5. Und der Streifen an sich ist 8,5 breit, das heißt, wir kürzen auf 8 oder verschmälern auf 8. Das hier wird also unser Designpapier für diesen Bereich hier. Und dann benötigen wir noch einen Flüsterweiß für diesen hier. Auch wieder 8 cm breit. Und jetzt muss ich kurz mal nachmessen, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Ah ja, 13,5 lang. Gut. Wir können kleben. Und zwar, den hier würde ich empfehlen, erst zu stempeln, bevor wir ihn aufkleben. Aber diesen hier. Diesen Bereich können wir auf jeden Fall aufkleben. Hier noch so ein Flüsterweiß aufzukleben, hat gleich zwei Vorteile. Nämlich einerseits können wir hier schön was stempeln, was man dann in geschlossenem Zustand auch sieht. Und zweitens haben wir gleich mal eine Verstärkung für diese Lasche. So. Ja, seht ihr, das bleibt hier an diesen Klebelaschen hängen, aber das wird sich gleich ändern. Hier oben kleben wir diese Mattung auf. So. Dann haben wir diesen 3 cm Streifen
Und den kleben wir hier auf diesen unteren Bereich. Und damit wir das besser können, klappen wir das Ganze hier raus. Also es ist wichtig, dass wir ihn über diese Klebelaschen hier kleben. Das verhindert dann nämlich, dass wir beim Raus- und Reinschieben, rausziehen und reinschieben, da hängen bleiben. So, ich mag das immer nicht, wenn der Papierschneider hier solche fühlbaren Kanten hinterlässt. So. Huch. Und nun. Oh, das ist der falsche Streifen. Ha! Das wäre dann wohl der hier. Also nochmal. Ja, passiert schon mal. Es liegt einfach zu viel rum. So, und dann gucken wir, dass das einigermaßen im gleichen Abstand von den Kanten ist und drücken das an. So, und wenn das ein bisschen angetrocknet ist, können wir auch unser Daumenloch stanzen. Die Größe könnt ihr so machen, wie es euch gefällt. Wir markieren mal die Mitte, 10,5 sind 5,25 und das lässt sich eigentlich auch ganz gut hier noch so reinschieben und mit diesem Daumenloch kann man das Ganze auch viel besser greifen und bedienen. Und jetzt hängt auch nichts mehr. Aber ich finde es fantastisch, wenn Karten was können. So, der Streifen, auf den ich fälschlicherweise Kleber aufgetragen habe, wäre nämlich jetzt hier unsere Dekoration. Das heißt, den lasse ich mal ein bisschen antrocknen. Und wir widmen uns dem inneren Teil hier. So, wir haben hier ungefähr 2 cm Platz. Das heißt, wir können hier einen schönen Stempelspruch aufbringen. Und ich habe mir aus dem Stempelset Bärenstark diesen hier ausgesucht. Süße Grüße. Natürlich auch wegen der Größe. Passt nämlich ganz gut. Und den werde ich jetzt mit Glutrot aufstempeln. Und wenn ihr euch verstempelt, könnt ihr das Ganze neu zuschneiden. So. Ach, süße Grüße nicht. Fruchtige Grüße. Jetzt aber. Ha, hier. Tja, die würden aber alle passen. Süße Grüße, fruchtige Grüße zum Genießen. Aber zum Genießen würde man eher bei einer Süßigkeit verwenden. Oder hier, vielen Dank. Je nachdem, zu welchem Anlass man die Karte verschenkt. So, dann kleben wir die hier auf. Ich orientiere mich an der rechten Kante. Denn da ist es auch wichtig, dass man es in geschlossenem Zustand noch lesen kann. So, wunderbar. Macht echt was her, finde ich. Und dann mal sehen. Was hatten wir denn da? Genieß an deinem Tag das süße Leben. Das klingt doch gut. Das machen wir doch. Hier auch drauf. Oh, wow. Das hatte ich mir auch schon vorbereitet. Auf den Block gezogen.
Und da stanze ich mir mit dieser Stanze zeitloses Etikett aus. Und klebe es innen drauf. Natürlich könnte man das Ganze auch anders gestalten. Ihr könntet hier zum Beispiel irgendwas stempeln, wenn ihr noch mehr von den Erdbeeren oder von den süßen Früchtchen hier haben möchtet. Und auf der Seite kann man seine persönlichen Grüße oder Wünsche noch aufschreiben. Wunderbar. Ja, prima. Irgendwie ist die Kamera schon wieder ausgegangen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist oder warum. Okay, was ich bisher gemacht habe, ist, ich habe mir diesen Reststreifen vom Designpapier, da haben wir noch einen Reststreifen, den habe ich auf 1 Inch verschmälert. Jetzt traue ich der Kamera nicht, muss immer wieder gucken, ob alles stimmt. Den habe ich auf 1 Inch verschmälert und dann hatten wir noch einen Streifen Farbkarton, einen Rest. Da habe ich mir 2 so 1 cm Streifen abgeschnitten und habe die da drunter geklebt, so als Fake-Mattungen. Und das Ganze habe ich dann hier in 1,5 cm Abstand aufgeklebt. Ich habe die Erdbeeren gestempelt und gestanzt. Die hier, die Blätter, sind aus diesem Set. Ihr seht, da kann man, ich finde die besonders toll, weil ich die nicht ausmalen muss. Man kann die Kontur stempeln und dann die Füllung und hat wundervolle Blätter, Erdbeeren. Was haben wir denn noch? Heidelbeeren, Himbeeren, alles Mögliche. Und diese Blümchen sind ja allerliebst. Ich finde die super in Kombination. Die kleine kann man hier mit dieser Stanze ausstanzen und die große, dafür gab es eine extra Stanze. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, tut mir leid. Aber die beiden in Kombination, ich muss nichts ausmalen, wundervoll. Jetzt brauche ich noch diese Stiele hier für die Erdbeeren und die stempeln und stanzen wir jetzt mal gemeinsam. Ich mache das in Gartengrün, so wie diese Blätter hier. Habe hier so einen Reststreifen und wieder ein Tipp, bevor ihr stempelt, schaut euch eure Stanze an und guckt, in welche Richtung ihr das dann einfügt. Auch bei den Erdbeeren, die müsste ich dann jetzt so mit dem, also quasi kopfüber stempeln, damit ich dann hier gut reinkomme. Je nachdem natürlich auch, wie euer Blatt ist. Das heißt, ich muss meine Stiele so stempeln. Und noch ein Tipp, lasst genügend Abstand dazwischen. Das habe ich hier bei den Erdbeeren nicht gemacht. Und zack, fehlt mir eine Ecke. So, ich benötige 2. Genügend Abstand. Ich sollte mal anfangen, meine Ratschläge selbst zu beherzigen. Ich mache immer eins mehr, denn es könnte was schief laufen. Ist bei mir gar nicht so ungewöhnlich. Ha, diesmal hat es funktioniert. Ha, Vorführeffekt. Gut, dann stanzen wir die jetzt mal. So, dann kann ich hier abschneiden, damit ich besser rankomme. Die nächste. Und weil es so schön war, nochmal. Wenn ich sie schon gestempelt habe, dann stanze ich sie auch aus. Wundervoll. Wo ist es hingeflogen? Da. 3 Stück habe ich. So, nun denn, kleben wir sie mal auf.
Das ist nicht so schön geworden. Seht ihr? Ganz gut, wenn man drei macht. Wo ist das dritte hin? Oh, auf dem Fußboden. So, dann schauen wir mal, wie wir das hier auf unserer Karte platzieren. Und da schwieg sie, weil sie sich konzentrieren musste. Okay. Tja. Was soll ich sagen? Wir sind fertig. Natürlich könnt ihr das gestalten, wie ihr möchtet. Aber die Technik, finde ich, ist der Hammer. Ich könnte ewig so weiterspielen. Ja, das war's mal wieder von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr versucht es mal. Und gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr denkt, dass das Video empfehlenswert ist. Wünsche euch noch viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn ihr mögt. Tschüss!